Herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder live bei Geberit on Air auf dem Geberit Messestand in der Halle 4 hier bei der ISH 2023. Der Messetag ist in vollem Gang und Andrea, nach unserer ersten Sendung hatten wir die Gelegenheit, mal ein bisschen über unseren Stand zu laufen, zu schauen. Es war bisher schon die Hölle los. Ich war vorhin am Montagetisch, wo wir Flowfit vorgestellt haben, unser neues Versorgungssystem. Pumpvoll, ein Haufen Leute, die das ausprobieren wollen. Wo bist du denn überall gewesen? Was hast du bisher so gemacht? Ich habe einmal bei uns ums Eck die Akademie angeguckt. Da war rasend was los. Unsere Jungs sind auch irgendwann mal zu Gast, hoffen wir zumindest, dass wir sie begeistern können. Locken sie, ja. Genau. Und natürlich, der Stand generell ist einfach toll. Ja, genau. Jetzt kümmern wir uns um ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist. Wir haben es in den vorangegangenen Sendungen immer schon mal erwähnt, das neue Geberit WC-System. Und da haben wir einen Gast, der dazu mehr sagen kann eigentlich als alle anderen, denn er ist verantwortlich für das Produktmanagement sowohl der Badezimmersysteme, wo die ganzen Keramiken zugehören, als auch der Installationssysteme, also unsere Spülkästen und Vorwandlösungen. Das ist Michael Schröder, der wird uns gleich hier begleiten und Infos geben zu dem neuen Geberit WC-System und so einen kleinen Einblick, was da auf Sie zukommt. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, Geberit hat ja vor über 7 Jahren die Keramikgeschäfte von der Sanitec-Gruppe übernommen. In Deutschland war das die Marke Keramag, die wir integriert haben. Und viele Kunden haben uns gefragt, vor allem auch Installateure, ja, was habe ich denn jetzt davon? Jetzt macht ihr WC-Schüsseln, eine neue sehen wir hier jetzt gerade. Jetzt macht ihr Spülkästen. Aber wo ist denn jetzt der große Vorteil für mich als Installateur? Und das war am Anfang tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber wir haben eine tolle Lösung gefunden. Und was das neue Geberit WC-System ausmacht, das, Michael, wirst du uns gleich erzählen. Schön, dass du mit hier dabei bist. Du hast uns auch ein bisschen was mitgebracht. Aber was konkret verbirgt sich denn nun hinter diesem neuen Ansatz Geberit WC-System? Ja, hallo Andrea, hallo Dirk. Ja, das neue Geberit WC-System, was verbirgt sich dahinter? Ein System sagt schon das Wort, zwei Komponenten oder mehr. Bei uns sind es zwei wesentliche Komponenten. Zum einen unser Geberit Unterputzspülkasten, zum anderen die WC-Keramik, die wir hier im System zusammenbringen. Lass uns doch mal mit dem Spülkasten beginnen. Was macht ihn denn so einzigartig? Ja, den Spülkasten, den kennt ja jeder, ne? Seit 1964, das sind 59 Jahre, ist er jetzt am Markt. Und das Entscheidende ist natürlich, wir haben den Spülkasten über die Jahrzehnte immer verbessert. Das heißt, das Feedback der Kunden immer wieder angenommen, dem Markt natürlich auch der Zeit angepasst. Und so sind wir zum heutigen Spülkasten gekommen. Wirklich ja, sehr beliebt auch bei den Installateuren, weil er eben sehr, sehr viel kann. Das spricht eigentlich für sich. Ja. Deswegen feiern wir nächstes Jahr schon 60 Jahre. Ganz genau, ja. Du hast die Verbesserungen angesprochen. Natürlich, die Montage ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was im Detail haben wir denn da alles verbessert? Ja, es sind viele Kleinigkeiten. Das fängt an, dass ich heute nahezu werkzeuglos montiere. Wenn wir uns den Wasseranschluss gerade mal anschauen mit den Masterfix-Adaptern, das heißt, wenn ich ein Geberit-Rohrsystem nehme, jetzt aktuell das Flowfit, ich kann eben ohne Hanfen sehr einfach wirklich nur aufdrehen und bin fertig. Das passt ja nicht nur am Spülkasten, das passt ja an allen Wasseranschlüssen im Badezimmer. So schaffe ich einfach ja, kleine Montagevorteile. Masterfix, das ist ein Punkt. Dann haben wir das neue Spülventil 212, habe ich auch mal mitgebracht. Ja, noch kleiner, noch kompakter. Das heißt, im Servicefall ist es noch einfacher ein- und auszubauen. Das ist ja immer ein Wunsch der Monteure, auch der Servicemonteure. Wie komme ich da an die Bauteile im Spülkasten auch dran? Es ist immer kleiner geworden, total einfach ein- und auszubauen. Und ich kann natürlich auch alle Einstellungen dran vornehmen. Genau. Den Servicefall hast du angesprochen. Es gibt immer mal so Fälle, wo Kunden sich beklagen. Beispielsweise, ich habe einen Spülkasten mit einer spülrandlosen Keramik und beim Spülen spritzt es vorne über. Das war in der Vergangenheit relativ aufwendig für den Installateur, da eine Lösung zu finden. Was hat sich da jetzt mit dem Spülventil verbessert? Genau, wir haben am neuen Spülventil die Spülstromdrossel mit integriert. Das heißt, das ist serienmäßig im Werksauslieferzustand schon mit dabei. Ich muss das Basar rausnehmen und könnte dann unten noch das Spülvolumen, den Volumenstrom selbst einstellen. Brauche ich natürlich bei Geberit im System nicht. Mhm. Ja, unsere Keramik mit unserem Spülkasten funktioniert in der Werkseinstellung. Und Servicefall, jetzt ist es eben so, die Spülkästen halten sehr, sehr lange. Und dann kann halt immer mal passieren, je nach Wasserqualität, dass was verkalkt, dass was ausgetauscht werden muss. Wie weit zurück kann ich die Heberglocke verwenden?
Ja, also wir werden nachher nochmal auf die Ersatzteilsicherheit zurückkommen, aber es gibt für den ersten Unterputzspülkasten 1964 nach wie vor Umrüstsets. Ja. Das heißt, wenn ich wirklich so an einen Spülkasten noch, an so einen alten rankomme, müsste ich ihn nicht aus der Wand rausnehmen, ich könnte ihn nochmal reparieren. Das geht also bis heute. Und die Heberglocke, bis wann kann ich die einsetzen? Ab Baujahr 2002. Also das ist ja auch schon über 20 Jahre. Ne? Auch schon über 20 Jahre jetzt passt die neue Heberglocke oder Spülventil, heißt es ja richtig, passt hier rein. Wie ist es denn, wenn wir eine Stromsituation haben? Gibt es da irgendwie eine Lösung, eine neue? Genau, das ist das nächste. Spülventil haben wir gesehen. Strom ist auch schon seit Jahrzehnten immer wieder die Frage gewesen. Ja, ich möchte ein Dusch-WC machen, wo muss ich denn den Strom hinlegen? Jetzt ist es aber immer mehr geworden. Es ist nicht mehr nur das Dusch-WC. Mittlerweile haben wir eben viele Komponenten im WC oder ums WC herum, was Strom benötigt. Und wir haben mit der neuen Power- und Connect-Box einen Platz gefunden, nämlich zwischen dem Wasserzu- und Ablauf, wo das perfekt aufgehoben ist. Das heißt, der Spülkasten bekommt seinen festen Stromanschluss. Der muss heute einfach standardmäßig ran. Dann ist der Kunde für die Zukunft gewappnet. Also wie ich es gerade gesagt habe, ob da mal ein Dusch-WC nachgerüstet werden soll. Oder eine Betätigungsplatte, eine elektronisch auslösende, ein Duo-Frisch-Element, also diese Geruchsabsaugung am WC. Wenn ich den Stromanschluss standardmäßig mit dranlege, egal was da kommt, bin ich safe. Deshalb, er sollte wirklich Standard sein heute. Gut, gute Empfehlung, wichtiger Tipp auch. Ne? Auf jeden Fall. Und die zweite Komponente ist natürlich die Keramik. Was haben wir da für Vorteile? Ja, da haben wir natürlich auch in den letzten Jahren viel Zeit und Know-how investiert und haben wieder die Kunden gefragt. Ne? Und gerade ein wichtiger Punkt, das waren die seitlich geschlossenen Keramiken. Und wenn man die Monteure fragt, ja, dann sagen die, nee, wenn es nicht sein muss, lieber klassisch befestigt, seitlich geschlossen, ist irgendwie immer eine Herausforderung. Wir haben das gelöst mit der EFF3, Easy Fast Fix Version 3, schnell einfach montieren auf Deutsch. Und die ist Standard. Seit 2 Jahren in jeder Geberit-Keramik, die seitlich geschlossen ist, ist das werkseitig schon fest verbaut. Ja. Und schneller und einfacher habe ich noch nie eine WC-Keramik montiert. Ja. Jetzt müssen wir aber nochmal in die Geschichte gehen, warum eigentlich. Ich habe eigentlich die Lösung jetzt schon gezeigt. Die Herausforderung, das kennen alle Monteure draußen, alle Installateure, ich musste früher auf einen Millimeter genau montieren. Und das hieß für den Monteur, der hat die Keramik in der Regel ein zweites, ein drittes Mal ansetzen müssen, bis das wirklich funktioniert hat. Und das haben wir hier wirklich total einfach gelöst. Auch hier auf dem Messestand sieht man das, wie die Monteure leuchtende Augen bekommen, sagen wirklich, so einfach haben wir es noch nie gesehen. Ja, also nicht nur hier auf dem Messestand, also auch als wir on Tour waren mit der Geberit Nahe Dran Tour, die haben wir vor der ISH an knapp 100 Standorten in Deutschland durchgeführt. Auch da gab es einen Montagewettbewerb, da gab es die Möglichkeit für die Installateure, einfach mal auszuprobieren, auf Zeit mit dieser neuen Montagetechnik zu arbeiten. Und die waren hellauf begeistert. Und jetzt auch hier, Michael, du hast es ja gerade gesagt, hier direkt neben uns, hinter unseren Kameraleuten, da ist die Geberit Academy. Da sind wieder Kollegen von uns aus dem Außendienst im Einsatz und führen das vor, wie einfach und wie bequem das sein kann, eine ja im Vorhinein so ungeliebte Keramik mit verdeckter Befestigung zu montieren. Es geht fast genauso einfach, wenn nicht noch einfacher, wie die Montage von einem normalen Renova-WC. Ne? Exakt. Ja, und da haben wir eine zweite Komponente noch herausgefunden, und zwar den WC-Sitz montieren. Eigentlich keine große Herausforderung, aber die Monteure haben uns auch hier gesagt, so ein Kippdübel, immer wieder das Problem, wenn ich den nochmal rausschrauben muss, fallen mir die Teile rein. Und ich darf ihn dir gerade mal geben, Dirk, vielleicht kannst du es mal zeigen. Die Besonderheit an unserem neuen Kippdübel, der macht natürlich das, was ein Kippdübel machen soll. Er kippt. So, das Besondere ist, wenn ich ihn zurückschraube, wenn ich den Kippdübel nochmal rausnehmen möchte, stellt er sich wieder senkrecht, aber die Teile fallen mir nicht mehr in die Keramik hinein. Das heißt, ich kann ihn wieder rausnehmen. Und diese beiden Komponenten, die EFF3-Befestigung mit diesem neuen Kippdübel, sparen mir bis zu 40% Montagezeit. Mhm. Jetzt könnte ich sagen, ja, 40%, viel wichtiger, glaube ich, und das haben uns die Monteure auch gesagt, das ist der Ärger. Ja. Ja, dass ich eben die Keramik 2-3 Mal ansetzen muss, nochmal komplett abnehmen, das spare ich mir einfach. Ja. Also das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt und das erleben wir auch immer wieder. Und diese Fülle an Informationen, diese Fülle an Vorteilen, die wir haben bei der Montage dieses neuen Geberit WC-Systems, die schauen wir uns jetzt kurz nochmal an. We'll be right back.
Ja, ein Haufen Vorteile für den Monteur bei der Spülkastenmontage und natürlich auch bei der Keramikmontage. Also es lohnt sich, wenn Sie mal intensiver über das neue Geberit-WC-System nachdenken. Jetzt haben wir natürlich die ganzen Vorteile für den Installateur gesehen. Welche Vorteile kann denn unser Endkunde bzw. der Bauherr erwarten? Ja, für den ist es natürlich auch entscheidend, weil die WC-Keramik wird er wahrscheinlich die nächsten 20, 30 Jahre bei sich zu Hause im Einsatz haben. Ja, was ist wichtig für den Endkunden? Das sind natürlich Dinge wie Reinigungsfreundlichkeit. Das ist mal das Allerwichtigste. Keiner hat Spaß dran, eine Toilette zu reinigen. Das sind aber auch Dinge wie Überspritzen, Spülleistung. Das alles haben wir einfließen lassen in die Entwicklung. Das heißt, wir haben uns sehr intensiv mit der Hydraulik auch innerhalb der WC-Keramik beschäftigt. Und herausgekommen ist eben die Turboflash-Spültechnologie, so wie wir sie heute dann auch beim neuen Arcanto WC sehen. Ja, was macht's aus? Es sind Dinge wie keinen Spülrand. Jetzt werden viele sagen, ja, aber spülrandlose WCs sind doch heute Standard. Ja. Ja, sind sie. Aber unseres ist wirklich spülrandlos. Bei vielen Herstellern sieht man nach wie vor so einen Spritzschutzrand, so eine kleine Kante oben dran, die eben verhindert, dass Wasser rausspritzt. Wir schaffen das wirklich, ohne diese Kante auszukommen. Und das heißt natürlich für den Endkunden wieder wesentlich einfachere Reinigung. Und darum geht es, ne? Einfach reinigen. Und sieht auch definitiv besser aus. Und es sieht so auch besser aus, ganz genau. Rand oben rum, ne? Ja. Ja. Genau, das ist einfache Reinigung, ganz wichtiger Punkt. Dann geht es natürlich weiter mit dem WC-Sitz, abnehmbar, Quick-Release-Funktion. Ja. Das heißt, wenn ich das WC putze, ich kann den Sitz mit einem Handgriff abnehmen, kann den wieder draufstecken. Von daher hat auch der Endkunde da wirklich sehr, sehr schnell und einfach das Ganze WC zu reinigen. Gut, das ist im privaten Bad, Michael, ist das sicherlich ein Vorteil. Aber jetzt haben wir auch die Situation, dass unsere WCs eingebaut werden, beispielsweise in Hotels, wo der Hotelier dann sagt, naja, mir reicht es ja eigentlich schon, wenn meine Gäste das Handtuch mitnehmen. Jetzt müssen sie nicht auch noch mit dem WC-Sitz unterm Arm aus dem Hotelzimmer marschieren. Was machen wir da? Ja, also der neue Arcanto-WC-Sitz wie auch schon der Icon-Sitz, die haben eine Verriegelung integriert im Scharnier. Das ist also werkseitig schon mit dabei. Das heißt, ich kann mit dem Imbusschlüssel das verriegeln und dann wird die Quick-Release-Funktion auch ausgeschaltet. Das heißt, wie du es beschrieben hast im Hotel, dann kann der Gast den Sitz eben nicht mehr so schnell und einfach abnehmen. Hat denn der Deckel oder der Sitz in Kombination auch eine Soft-Close-Funktion? Das ist natürlich heute Standard, Quick-Release, Absenkautomatik, alles mit dabei. Das sind natürlich alles wichtige Punkte und eins darf natürlich nicht fehlen. Jetzt haben wir den Spülkasten, jetzt haben wir die WC-Schüssel, aber es muss natürlich auch eine schicke Betätigungsplatte davor, damit das Ganze rund wird. Und auch da haben wir tolle Lösungen. Es gibt eine wunderschöne neue Betätigungsplatte, die Geberit Sigma 70. Wir sehen hier mal so eine kleine Auswahl im Hintergrund, was man da alles machen kann. Die gibt es serienmäßig in vielen schönen aktuellen Farben und auch Formen. Und man kann sie auch Kunden individuell bekommen. Also je nachdem, wie man es haben möchte, für jeden Geschmack sollte was dabei sein, gell? Definitiv. Ich habe auch schon meine Lieblingsplatte hier auf dem Stand entdeckt. Verrätst du uns welche? Ja, es ist eine Sonderanfertigung in Rosa. Die mache ich dir nicht streitig. Die darfst du behalten. Da muss ich auch intervenieren. Das ist nur ein Prototyp. Der ist noch nicht in Serie. Oh. Auch noch nicht bestellbar. Dann aus dem kundenindividuellen Programm. Ja. Gut. Sehr schön. Ja. So. Dann, jetzt haben wir auch die Vorteile für den Endkunden ja gesehen. Aber da auch das eine Fülle war, schauen wir uns dazu noch mal eine kleine Zusammenfassung an. Ja, Michael, wir haben es gesehen. Also du hast vorhin schon gesagt, bis zu 40% Montagezeitvorteil, bis zu 10-mal bessere Spülleistung in der Keramik. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben die Kugeln gesehen, die das WC ausgespült hat. Und was fast noch, oder was definitiv viel näher an der Realität ist, die große Papiermenge, die diese Keramik sauber ausspülen konnte, das sind natürlich schon Wahnsinnsvorteile, sowohl für den Monteur als auch für die Endkunden, die das WC nachher nutzen. Gibt es denn irgendetwas, was wir als Geberit noch mit dazugeben können?
Ja, vielleicht noch zur Spielperformance kann man ganz klar sagen, bis zur zehnfachen Leistung. Das ist natürlich immer auf die Norm bezogen. Die Norm, die Kügelchen, die wir jetzt gesehen haben, ist ein Teil der Norm. Spülnorm, die fordert Tests, Papier natürlich auch. Insgesamt sind es 13 Tests, die wir in den Laboren mit jeder WC-Keramik machen. Das ist nur ein kleiner Auszug daraus. Ja, ein wichtiger Punkt ist die Selbstreinigung, die Spülperformance, die Selbstreinigung. Und aus diesem Grund haben wir uns auch das ganze Thema, ja, bisschen weiter angeschaut und haben gesagt, was können wir denn jetzt für den Installateur und für den Endkunden da auch noch mit reinpacken. Rausgekommen ist eigentlich das Geberit-Systemversprechen. Und das besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Das erste, wir haben die Ersatzteilsicherheit für den Unterputzspülkasten erhöht auf 50 Jahre. Das waren bisher 25 Jahre, wobei man muss sagen, auch für den ersten Spülkasten, Baujahr 1964, bekomme ich heute noch Umrüstsets. Es ist also kein Grund, die Wand aufzuhauen und den Spülkasten rauszunehmen. Ich wüsste aber nicht, ob noch viele draußen verbaut sind. Aber es gibt tatsächlich noch die Ersatzteile für. Also 50 Jahre Ersatzteilsicherheit auf den Geberit-Unterputzspülkasten, alle mechanischen Teile und auch auf die Betätigungsplatte. Ich bekomme auf jeden Fall auch in 50 Jahren noch was. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt für den Installateur, weniger wichtig, aber für den Endkunden. Der Endkunde bekommt von uns eine lebenslange Garantie. Das heißt, er kann sich bei uns online registrieren und bekommt dann eine lebenslange Garantie auf seine Keramik. Egal, ob das ein Waschtisch oder ein WC ist, das spielt keine Rolle, aber die bekommt der Endkunde on top. Und als dritte Komponente, und das ist wirklich einzigartig, das gibt es sonst nirgends, das ist ein 6-monatiges Rückgaberecht, was wir jetzt eingebaut haben. Das heißt, wenn der Endkunde mit der Spülleistung der Acanto-Keramik oder des Icon-WCs oder des One-WCs nicht zufrieden ist, dann kann er bei uns anrufen, eine E-Mail reinschicken. Wir schicken unseren Servicetechniker raus, der baut die WC-Keramik ab und der Kunde bekommt seinen Kaufpreis von uns erstattet. Wow. Ja, das ist in der Tat ein tolles Angebot. Wir sind selber gespannt, ob wir es tatsächlich in der Realität einsetzen müssen. Wir gehen mal davon aus, dass nicht, weil es gibt einfach aktuell nichts, was so gut spült wie dieses Geberit WC-System. Und jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung, was in diesem Systemversprechen für Sie alles drin ist. Blau kann mehr. Also wir sind überzeugt, das ist die beste Lösung, die Sie Ihren Kunden anbieten können. Schauen Sie auch gerne mal auf der Geberit Homepage vorbei. Wo Sie es finden, war gerade eben nochmal eingeblendet. Das ist dann tatsächlich auch eine tolle Sache. Viele Installateure verbauen ja bereits dieses System, also Keramik inklusive dem Spülkasten. Gibt es da von unserer Seite noch irgendwie ein Goodie? Ja, das Goodie gibt es tatsächlich. Ich habe es gerade eingangs gesagt, der Endkunde kann sich registrieren. Da sollten Sie als Installateur natürlich auch darauf achten, dass Ihre Kunden sich bei uns registrieren. Wenn der Installateur mehr als 5-mal registriert ist bei uns, nimmt er automatisch an der Verlosung teil. Wir werden VIP-Karten in der Schalke Arena verlosen. 6-mal, 5 Karten sind es, glaube ich, ganz genau. Für ein Heimspiel von Schalke 04. Hoffen wir mal, dass sie in der ersten Liga bleiben. Ja, das wäre schön, Und da gibt es die VIP-Karten und dann verlosen wir noch Poloshirts, 60 mal 10 Poloshirts, die man sich dann individuell bedrucken lassen kann. Geberit übernimmt natürlich die Kosten. Das so einfach als Paket und auch als Anreiz, dass der Endkunde sich bei uns auch registriert. Gut, dann wollen wir hoffen, dass viele Kunden davon Gebrauch machen. Und damit sind wir auch durch. Also ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Michael, dass du heute bei uns live mit dabei warst. Und das war Geberit On Air für heute. Andrea, wir machen morgen früh weiter, pünktlich um 10 Uhr. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Wir hoffen, Sie sind auch morgen früh wieder mit dabei. Und bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. Tschüss.